Leute, willkommen zu einem weiteren Mappen-Update der Adrenalin XL FIFA 365 2018 Serie. Das vierte Mappen-Update, um genau zu sein. Das sind noch das vorerst letzte. Muss ich mir noch ein paar Displays dann kaufen oder so. Also ein paar, eins oder zwei vielleicht. Das sind die Karten aus den letzten fünf Blistern und Multipacks, die neu dazugekommen sind. Und die gilt es jetzt einzusortieren. Das werden wir doch mal in diesem Mappen-Update hier machen. So, los geht's. Die erste Seite mit den Rare-Karten enthält drei bisher. Und neu dazugekommen ist jetzt die Karte Nummer 5. Ach, ich vergesse immer, dass die von der Seite reinkommen. Ach, Mensch. So. Neymar. So, und damit haben wir dann hier als Legend Thierry Henry und Topmaster Pogba, Neymar und Lewandowski. Fehlen noch 5 Rare-Karten. Es dürfte schwer werden, die vollzukriegen. So, Boca Juniors. Da gibt es keine neue Karte, sehe ich gerade. Nichts Neues, da fehlt ja auch nur noch 2 Power-Karten. Das Logo und wahrscheinlich eine Fans-Karte, keine Ahnung. Fehlen nach wie vor. Dann kommen wir zu Palmeiras, auch nichts Neues. Obwohl hier noch immerhin 2 Base-Karten fehlen. Aber natürlich auch noch 3 Power-Karten. Atletico Nacional, hier kommen wir doch schon wieder zu was Neuem. Da kommen wir zu 3 neuen Karten insgesamt. Als wir da hätten, ein Fans-Favorite, Alexis Henriquez, Karte Nummer 47, das ist hier oben. Fehlt nur eine Powerkarte. Und 2 Base-Karten, nämlich die 59, Aldo Leao Ramirez. Und die 60, Gustavo Torres. Direkt hier daneben. So, und damit fehlt auch noch eine Basecard. Also, eine Powercard, eine Basecard und dann wäre Atletico Nacional voll. Manchester United, da haben wir auch was Neues. Eine Karte, um genau zu sein. Romelu Lukaku Impact Signing, Karte Nummer 68. Und das ist hier oben die letzte Powerkarte für Menu. Dann fehlt eine Base-Karte noch. Dann habe ich Manchester United voll. Weiter, Atletico Madrid. Da hätten wir 2 neue, 2 Base-Karten. Und zwar die 94, Nico Gaetan. Und hier rein. Und die 96, Yannick Carrasco. Der geht hier rein. So, und damit fehlen bei Atletico Madrid 3 Power-Karten oben. Gut, weiter, der FC Barcelona. Da haben wir eine ganze Karte, eine Powerkarte, und zwar das Club Badge vom FC Barcelona. Oben Karte Nummer 100. So. Sieht schon ein wenig besser aus jetzt. Fehlen rechts noch 2 Powerkarten oben und rechts auch noch eine Basekarte hier unten. Und dann wäre Barcelona auch fertig. Kommen wir zu Real Madrid. Da hätten wir immerhin 1, 2, 2 neue. Zwar 2 Powerkarten. Die 119, Fans Favorite Casemiro. Und die 119 wäre dann auch direkt hier. Oben. So, neben dem Club Badge. Und die 123, Milestone Cristiano Ronaldo. 600 Career Goals. Das ist dann die 123. Das heißt, es ist hier oben rechts der Karte. So. Und damit fehlen bei Real Madrid noch 2 Powerkarten und eine Basekarte. Paris PSG habe ich nichts Neues, fehlt nach wie vor eine Powerkarte, eine Basekarte. Der FC Bayern, hier haben wir 2 neue Karten und zwar hätten wir eine Powerkarte. Impact Signing James Rodriguez, Karte Nummer 157, das ist doch hier. Und Karte Nummer 160, Manuel Neuer. So. Und damit fehlt beim FC Bayern, fehlt links eine Powerkarte, rechts eine Powerkarte und nicht eine Basekarte. Also mit 2 Powerkarten wären die auch voll. Dortmund, nichts Neues, da fehlt nach wie vor eine Powerkarte. Dann kommen wir zu Ferencvarosi. Da habe ich 2 neue Karten, 2 Basekarten. Und zwar Karte Nummer 198, Endre Botka. Dahin.
Und die Karte Nummer 200. Fernando Goriaran. Der geht hier in die Mitte. So. Und damit fehlen bei Ferenczi Rossi noch eine Powerkarte da oben und eine Basekarte hier rechts. So, weiter geht's. Juve. Juve fehlt eine Karte und genau die Karte habe ich auch. Und zwar Milestone, der 6. Serie A-Titel in Folge im Jahr 2017. Das ist Karte Nummer 213 und damit die letzte Karte von Juve, die fehlt. Wir haben jetzt alle drei Powerkarten und alle sechs Powerkarten und alle 12 Basekarten. Juve ist voll. Perfekt. Kommen wir zum AS Rom. Eine neue Karte, nämlich eine Basekarte. 233 Juan Jesus oder Jesus. 233, wie gesagt, kommt hier. Linke Seite komplett, rechts fehlen noch zwei Powerkarten, dann ist AS Rom auch komplett. Dann hätten wir Club America. Eine neue Karte, eine Basekarte, 257 hier unten. William da Silva. So. Dann fehlt also, eine einzige Powerkarte, nämlich das Club Badge fehlt hier für Club America. Weiter, Feyenoord. Da habe ich jetzt 1, 2, 3 neue Karten. Los geht's mit dem Club Badge für Feyenoord Rotterdam. 262. So, da oben. Und dann noch eine Powerkarte. Die 265. Das wäre also hier oben. Impact Signing Sofyan Amrabat. So. Denn los? Warum? Wo hängt es denn jetzt? So, und eine Basekarte noch. Erik Botteguin, 271. Das wäre dann hier. So, und damit fehlt für Feyenoord genau eine Powerkarte. Keine Basekarte. Weiter. Legia Warschau. Da hätten wir zwei neue Karten. Und zwar hätten wir hier Club Badge, also die 280 hier oben links. Und eine Basekarte, die 296, Jaroslav Niesgoda oder so ähnlich. Der kommt dann hier hin und dann fehlt eine Powerkarte auf der rechten Seite. Ansonsten ist Legia Warschau komplett. Benfica, da hätten wir eine Basekarte nur, die neu dazu. Ach ja, es fehlt ja auch nur eine. Die 315, Franco Cervi. Für Benfica. So, dann fehlt aber bei Benfica, fehlt hier oben eine Powerkarte und das ist auch die einzige Karte, die noch fehlt. Genau die, wo auf der anderen Seite die einzige Powerkarte von Legia Warschau fehlt. Also, ja, das einzige Täschchen, was leer ist für beide Seiten. Okay, weiter geht's. Spartak Moskau. Da hätten wir drei Basekarten, drei neue. Und zwar die 322 Artem Rebrov, der Keeper. Dann die 324, Ilya Kutepov. Und die 332, Seluis. Und so, und damit fehlt genau eine Basecard und eine Powerkarte. Dann wäre Spartak Moskau auch vollständig. Argentinien. So. Da hätten wir drei neue Karten, und zwar einmal eine Fans-Karte, Fans-Favorite, Angel Di Maria, 337, das wäre hier oben. Und dann zwei Base-Karten, Lucas Biglia, 345, das wäre hier. Und 346, Nicolas Gaitan. So. Und dann fehlen bei Argentinien noch links oben eine Powerkarte, das Club-Logo und 1, 2, 3 Basecards. Kamerun. Eine neue Karte nur, eine Powerkarte und zwar das Team-Logo, 352. Irgendwie sind die hinten, die Nationalmannschaften, schwieriger. Da fehlen immer mehr Karten, da fehlt nämlich nur eine Powerkarte und drei Basekarten. England. Haben wir immerhin drei neue Karten, allerdings nur Base Cards. Und da hätten wir 376 John Stones.
Dann 384, Marcus Rashford. Und 387, Daniel Sturridge. So. Damit fehlt bei England. Fehlen 3 Powerkarten, unter anderem das Logo. Und 2 Basecards. Dann Deutschland. Deutschland habe ich 3 neue. Eine Powerkarte. Milestone, Julian Draxler, den goldenen Ball beim Confed Cup. Das ist 393. Das ist also hier hinten die. Und 2 Basecards. Skodran Mustafi, 397. Das ist hier. Und die 400. Emre Can, das ist links unten. So. Und damit fehlen bei Deutschland noch 2 Powerkarten und 3 Basecards. Dann kommen wir zu den weiteren Powerkarten. Zuerst die Power-Up-Karten, und zwar zuerst die Goal-Stopper. Und da habe ich immerhin 2 neue. Und zwar die 412 Gigi Buffon für Juve. Und zwar ist das direkt hier unten. Und die 414 Artem Rebrov für Spartak Moskau. So. Dann fehlen noch 3 Goalstopper. So, und dann kommen wir zu den Defensive Rocks. Da sind 2 neue dazugekommen. Und zwar Eric Bailey für Man U 415. Das ist direkt die erste oben. Und die 417 Samuel Umtiti für Barcelona. Damit fehlen für die Defensive Rocks noch 4. Weiter geht's. Key Player. Da haben wir auch 2 neue. Und zwar die 424 Juan Mata für Man U. Und die 432 Ljubomir Fejsa für Benfica. So. Und dann hätten wir noch die Game Changer. Hätten wir 2 neue auch wieder. Die 436 Lukas für PSG. Das wäre dann hier. Und die 438 Ousmane Dembélé für Dortmund. So, und da fehlt, also erstmal links bei den Keyplayern, 4 Stück habe ich erst, das heißt, da fehlen 5 Stück. Dafür fehlen bei den Gamechangern nur noch eine einzige. Dann die Multiples. So, dann hätten wir zuerst die Engines, oder wie die heißen, da. Trios, Engines, wie auch immer. Da hätte ich nur eine neue, und zwar die 445. Busquets, Rakitic und Iniesta, die Midfield Engine für Barcelona. Kommt dahin. Und da fehlt von dem Kartentyp noch eine einzige hier unten. Und rechts kommen dann die Club and Country. Da habe ich 2 neue und damit werden die auch vollständig, sehe ich gerade. Das wäre die 452. Griezmann und Gamero für Madrid. Seit 2016 bei Madrid und seit 2014 für Frankreich. Im Duett quasi. So, und rechts unten noch die quasi 459 dann auch, genau. Kutepov und Kombarov als Club and Country für Spartak Moskau seit 2012 und für Russland seit 2016. So. Das heißt, es fehlt nur eine Multiple Card hier unten, die 449. Kommen wir zu den Limis. Die habe ich immer so einsortiert, wie ich es bekommen habe. So, die kann ich erstmal nach hinten verfrachten, weil hier kommen jetzt erstmal die 10 Limis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aus den Multipacks und Blistern. So, Gareth Bale für Real Madrid. Marco Verratti, PSG. Alexander Isak, BVB. Dann Paulo Dybala, Juve.
David de Rea Menu. Usman Dembele Dortmund. Gerard Piqué Barcelona. Paul Pogba Menu. Theo Walcott, England. Und Markus Rosenberg für Malmö. Was ich lustig finde, weil Malmö ja gar nicht vertreten ist hier. Das heißt, die Frage ist doch hier an der Ecke, war die Limi schon fertig, bevor feststand, welche Teams alles ins Album schaffen? So sieht das Ganze aus. Wir haben noch zwei Seiten hin frei. Ein paar Karten fehlen nur noch. Limis, glaube ich, fehlt auch noch eine oder zwei. Muss ich mal gucken, ob ich die auch noch irgendwie bekomme. Notfalls ertausche ich sie mir vielleicht. Ja, den Rest muss ich mal gucken, ob ich mir den ertausche oder mir doch nochmal ein Display gönne. Was ich natürlich auch hier für euch unboxen würde. Gut, das war's. Machen Update Nummer 4. Und wie gesagt, bis ich mir neue Produkte kaufe, auch erstmal das letzte. Beziehungsweise, wenn ich den Rest ertausche, natürlich hebe ich mir die getauschten auch erstmal auf, bis genug zusammenkommen. Und mache dann nochmal ein Mappen-Update. Das ist ja klar. Gut, dann, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ansonsten, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.